Servus Leute, heute gibt es eine kleine Zusammenfassung rund um den Bugfix-Patch von gestern. Ich konnte den im Stream testen und will euch da jetzt mal meinen Input geben, was sich verbessert hat, das neue Group-System, wie es um den Unsichtbarkeits-Bug steht, Sound, Performance und alles, was da so war. Viel Spaß! Der Bugfix-Patch von gestern, große Hoffnungen natürlich rund um Sound, Performance und so. Und ja, es wurde nicht alles erfüllt, aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, mit dem kleinen Hotfix, der dann noch am Abend kam, ist es schon ganz gut geworden. Als erstes mal, was hat sich verbessert? Das Group-System. Man hat jetzt einen Group-Leader und bleibt dauerhaft in der Gruppe. Man kann zusammen zurückgehen, man bleibt nach dem Raid in der Gruppe. Nur noch der Group-Leader wählt den Raid aus, die Uhrzeit, und dann macht man ready und joint zusammen rein. Ist echt gut gemacht und ja, ist ein sehr gutes Feature. Des Weiteren, Binaural Audio funktioniert jetzt, hat keinen Memory Leak mehr und es verbessert den Sound doch recht gut. Leider ist es so, dass immer noch Maps nicht optimiert sind. Sie haben zwar in den Patch Notes geschrieben, dass Labs jetzt optimiert ist. Da habe ich jetzt nicht so die Erfahrung mit, ob da der Sound jetzt wirklich gut ist. Aber ich kann sagen, Binaural Audio oder allgemein der Sound hat sich an vielen Stellen verbessert. Es ist besser geworden, noch lange nicht perfekt. Da ist noch einiges zu tun. Aber so wie es aussieht, ist es einfach ein hochkomplexes Thema. Und sie bleiben da dran und ich hoffe auf das Beste. Ich kann euch bloß den Tipp geben, spielt mit Binaural Audio. Ihr habt keinen Performance-Verlust mehr. Der RAM frisst sich auch nicht mehr voll. Das heißt, Memory Leak haben sie wohl auch gefixt. Und im Großen und Ganzen fand ich das Audio doch deutlich verbessert durch Binaural Audio. Schwer zu sagen, wo das jetzt genau der Fall ist, aber ich konnte die Leute recht gut orten gestern. Dann der Unsichtbarkeits-Bug. Ja, der war leider nach dem Patch direkt noch drin und meiner Ansicht nach auch noch mehr als vorher. Und BSG hat es, glaube ich, recht schnell gemerkt und hat dann am Abend einen kleinen 6 MB Hotfix hinterher. Und danach war der Invis-Bug weg. Ich bin mir nicht sicher, ob er hundertprozentig weg ist, aber ich hatte ihn danach nicht mehr. Man konnte das ja immer sehen mit den Fehlermeldungen in der Konsole. Wenn da richtig gespammt wurde, war wohl jemand unsichtbar auf der Map. Und ja, ich bin dann immer möglichst schnell raus aus dem Raid. Aber gestern hatte ich dann auch noch einen Tod tatsächlich durch einen Unsichtbaren. Also der war auf jeden Fall noch da. Und ja, BSG hat da reagiert. Und ansonsten muss ich sagen, die Performance ist besser geworden. Ich finde, erstmal hat sich die Maus direkt da angeführt, das heißt, Input lag ein bisschen runter, grundsätzlich ein bisschen mehr Frames. Ist schwer zu sagen, was sie verbessert haben, aber ich, insbesondere Shoreline kann ich sagen, statt an Stellen, wo ich 120 Frames hatte, hatte ich auf einmal 140 Frames, 150 Frames. So ist mir das aufgefallen. Natürlich, Benchmarken in Tarkov ist immer schwierig, ne? Also das zu vergleichen. Ja, keine Ahnung, das ist halt mein Eindruck und ja, also das Mausgefühl ist mir direkt aufgefallen. Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob euch das auch aufgefallen ist. Und ansonsten gab es noch einen Haufen Bugfixes. Mit dem kleinen Hotfix haben sie zum Beispiel auch noch die AS-Wall, die war verbuggt, nochmal gefixt. Sie haben Symbole geändert, sie haben, glaube ich, auch ein paar Barter-Trades und so angepasst, hier und da. Aber nichts Großartiges. Sound, Performance, das Group-System und der Invis-Bug, das waren die großen Themen. Und ich muss sagen, jetzt mit dem Hotfix war es im Großen und Ganzen ein guter Patch. Ohne den Hotfix war ich sehr enttäuscht, dass der Invis-Bug noch drin war. Aber sie haben da schnell reagiert, muss man ihn auf jeden Fall lassen. Und von daher sehe ich den Patch jetzt sehr positiv. Ich hoffe, dass das heute auf dem Stream so weitergeht und dass nicht doch überraschenderweise noch ja, wieder Gegner unsichtbar sind oder so. Weitere Änderungen bei den Rucksäcken. Die haben jetzt Stats, also das heißt Turning Speed und Minus Ergo. Je größer der Rucksack, umso mehr ist es wohl. Das haben sie auch ziemlich schnell gestern nochmal ein bisschen nach unten geregelt. Also es war irgendwie doppelt so viel und dann haben sie es nochmal halbiert. Und Trader haben jetzt teilweise mehr Items im Restock. Zum Beispiel der MP7-Schalldämpfer, der Rotex, ist jetzt mehr verfügbar und ich weiß nicht, was noch. Das steht nirgends, aber das werden wir vielleicht über die Zeit rausfinden. Und Beleuchtung. Beleuchtung hat sich ein bisschen geändert. Auf Streets hat sich die Beleuchtung geändert. Und auf Interchange ist mir ein bisschen aufgefallen, dass vielleicht alles ein bisschen heller ist, aber es ist schwer zu beurteilen. Aber ich glaube, dass es so ist. Auf Streets hat sich übrigens die Performance leider nicht so verbessert. Also da ist es mir nicht so direkt aufgefallen. Wo es mir aufgefallen ist, ist auf Shoreline, auf Lighthouse. Und ja, auf Streets leider nicht so, aber es ist wie gesagt sehr schwierig, Tarkov zu benchmarken und das wirklich zu vergleichen. Kann sein, dass ich morgen Raids habe, wo ich 200 Frames auf Streets habe. Ey, das ist übertrieben. Das wird nicht passieren, machen wir uns nichts vor. Aber ja, Performance sind sie dran und ist auf jeden Fall eine gute Sache. Und im Großen und Ganzen mit dem Bugfix von gestern ist das ein guter Patch gewesen. Also ich sehe es wieder
positiv, aber ich bin auch ein bisschen ein EFT White Knight. Ihr könnt mir ja mal sagen, was ihr von dem Patch haltet, in den Kommentaren, was ihr gut fandet, was ihr schlecht fandet. Lasst es mich wissen. Und ich bin übrigens nahezu täglich live auf Twitch, twitch.tv/outsider. Würde mich freuen, wenn ihr mal vorbeischaut. Link unten in der Description oder im ersten Comment lasst mal ein Follow da. Und hier auf YouTube würde ich mich über ein Abo freuen. Daumen nach oben, Kommentar unter dem Video. Wir sehen uns wieder hier auf YouTube oder eben auf Twitch. In dem Sinne, macht's gut und bis dann.